Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge, die ich übertitelt habe PQ-Formel ohne P. Man hätte auch sagen können, quadratische Gleichung ohne lineares Glied auflösen nach x. Also, erstmal hier sehen wir x² minus eigentlich x² minus 0x minus 9. Wir kennen ja die PQ-Formel vielleicht, beziehungsweise die Normalform der quadratischen Gleichung. Die lautet ja x² plus px plus q. Natürlich nur mit f von x oder y davor, das ist jetzt ein kleines bisschen abgespeckt. Und natürlich, wenn hier der Teil mit dem x fehlt, kann man sagen, okay, der Teil mit dem x, da steht eine 0 mal davor, 0 mal x ist ja 0 und dann fällt das normalerweise weg. Ist gleich 0, habe ich natürlich hier noch vergessen. Diese Gleichung soll jetzt gelöst werden. Wir können sie einmal mit PQ-Formel lösen und einmal können wir sie aber auch auf eine andere Art und Weise lösen, die eventuell schneller geht, beziehungsweise ist... Das ist so eine Sache, die soll jeder für sich selbst entscheiden, meiner Meinung nach. Wir kennen die PQ-Formel, dann würden wir sagen, also 0 ist gleich x² plus px plus q. Dann haben wir x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q. Ja, wenden wir das Ganze hier drauf an, dann steht da x1, 2 ist gleich minus 0 halbe plus minus Wurzel aus in Klammern 0 halbe zum Quadrat minus minus 9. Das eine Minus hier ist von der minus 9, die hier schon steht, und das andere Minus ist von der PQ-Formel, hier steht der minus q. Hätte auch gleich sagen können, okay, p gleich 0 und q gleich minus 9, wenn man an der Stelle Schwierigkeiten hat. Okay, minus, Klammer auf, minus ist immer plus. Schönes Plus, ne? Nee, nicht unbedingt. Also schreiben wir hier ein extra Plus hin. So, 0 halbe ist 0. Minus 0 ist 0. Also ist x1 0 plus Wurzel aus. Und hier steht 0 halbe ist 0. 0 zum Quadrat ist 0. Also steht da plus Wurzel 9. Und x2 ist gleich 0 minus Wurzel aus 9. Wurzel aus 9 ist 3. Und minus Wurzel aus 9 ist minus 3. Damit haben wir das Ding schon mal gelöst. Wie geht das jetzt vielleicht schneller? Wir können hier einfach umformen, weil wir haben ja nur eine Gleichung, bei der nur ein Term mit dem x ist. Also können wir auch einfach nach x umformen. x² gleich 9. Dann müssen wir die Wurzel ziehen und in dem Fall plus minus die Wurzel. Denn, wenn wir uns das vorstellen, dieses hier ist x², die Funktion x². Und hier ist der y-Wert 9. Dann gibt es hier einen x-Wert davon. Und hier ein x-Wert davon. Dieses hier nennen wir x1 und dieses hier nennen wir x2. Deswegen kommt hier, ne, das eine Ding ist auf der positiven Seite der x-Werte und das andere auf der negativen Seite der x-Werte oder der y-Achse, wenn man das so will. Also steht hier x1 gleich plus Wurzel aus 9 und x2 ist gleich minus Wurzel aus 9. Das Ergebnis davon kennen wir schon, denn hier steht ja auch im Prinzip nichts anderes als 0 plus oder 0 minus können wir auch weglassen, sondern dann steht da plus Wurzel 9 ist gleich 3. Und minus Wurzel 9 ist minus 3. Also können wir das auf diese beiden Arten und Weisen lösen. Und Speziale, wenn hier jetzt plus 9 gestanden hätte, dann wäre hier kein Minus entstanden, denn dann wäre ja q gleich plus 9 gewesen, also hätte hier minus 9 gestanden. Und dann hätte hier ein Minus unter der Wurzel leider geknarzt. Und in dem Moment, Achtung, Achtung, ich habe jetzt die Aufgabe verändert, ja, kommt hier kein Ergebnis mehr raus. Das heißt, in dem Fall, dass da x² minus irgendeine Zahl steht, kriegen wir kein Ergebnis in den reellen Zahlen raus. Und das ist meistens, wenn wir mit der PQ-Formel arbeiten, unsere Schwierigkeit. Ja, beziehungsweise ist das der Knackpunkt, wo wir immer sagen müssen, es gibt keine Lösung. Liegt daran, dass wir ja Null stellen dieser quadratischen Gleichung. x² plus 9 sieht im Übrigen ungefähr so aus. Hier ist die 9 und da haben wir die Normalparabel, dann suchen wir ja Nullstellen quasi von dieser Funktion. Und die Nullstellen müssten hier irgendwo auf der x-Achse liegen. Funktioniert nicht, ne? Wenn ich das Teil jetzt aber spiegeln würde, Achtung, Achtung, es kommt noch eine neue Gleichung, wenn ich jetzt hier minus x² plus 9 gehabt hätte, dann würde ich als erstes mal minus 1 rechnen. Hier, mal minus 1, dann stünde da plötzlich plus x² minus 9 wieder. Dann hätten wir wieder unsere Ergebnisse. Gut, das soll jetzt aber genug der Schwallerei gewesen sein. Ich hoffe, das hat dir was gebracht für die PQ-Formel ohne P. Und halte nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.